Hallöchen, hier ist wieder die Nizi und ja, ich glaube, ich werde erstmal die Monster ausschalten. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde hier erstmal meine Sachen so ein bisschen sortieren, gucken, wo ich hier überhaupt bin und wo ich weitermache. Und dann werde ich die Monster wieder einschalten. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen feige vielleicht von mir. Aber Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin so oft gestorben und ich habe hier von nichts eine Ahnung. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich baue mir hier erstmal noch eine Truhe. Und dann habe ich überlegt, würde ich mir eigentlich auch ganz gerne nochmal ein neues Haus bauen und irgendwie auch ganz gerne mal so ein bisschen in der Weltgeschichte rumlaufen, auch wenn das höchstwahrscheinlich nicht gerade von Vorteil für mich ist, da ich mich ja ständig verlaufe, wie auch jetzt zum Beispiel. Eigentlich wollte ich zu meinen Hühnern. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen Huhn bekommen. Nein, geht nicht. Okay. Und ja, wenn die Monster an sind, man braucht ja da immer Essen, habe ich gelernt, weil man, wie man sieht, ich Leben verliere. Deswegen werde ich jetzt auch mal meinen Apfel wegnaschen. Ja, und hier im Dorf können wir den Dorfbewohnern hier Sachen klauen. Man kann diese Sachen auch selbst wieder anbauen. Hab ich so gelernt. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Dazu braucht man halt Felder. Das habe ich ja da oben schon bei meinem Haus gemacht. Da wächst ja schon ein bisschen was. Ups, versprungen. Verhüpft. Hier, aber ich habe hier natürlich kein Wasser dran ringsrum. Dann würde das natürlich besser wachsen. Das könnt ihr hier sehen. Eine Wasserader hier, also einen kleinen Fluss und dann Felder nebenan. Und somit kann man halt die Samen anpflanzen. Und dann bekommt man auch Essen. Aus den Samen kann man nämlich Essen herstellen. So, ich habe jetzt Karotten, Kartoffeln und Weizen bekommen. Also wie gesagt, ich würde mir gerne hier eigentlich noch mal irgendwo an einer hübschen Stelle ein hübsches Häuschen hinbauen. Ich weiß noch nicht, wo. Ich liebe ja eigentlich Strand und Wasser. Aber es sollte natürlich auch ein bisschen sinnvoll sein. Und zwar sollte natürlich auch eine Höhle in der Nähe sein, wo man ein bisschen was abbauen kann. Ja, ein paar Tiere vielleicht. Ja, und dann würde ich mir ganz gerne so eine kleine Farm aufbauen, habe ich mir überlegt. Und ja, aufgrund dessen werde ich jetzt hier nochmal in meine Höhle gehen, schauen, was ich dort noch in meiner Truhe habe, das dann einpacken und ich denke, dann werden wir uns irgendwann demnächst mal auf den Weg machen und uns ein hübsches Plätzchen suchen. Gut, die Truhe ist leer, sehe ich gerade. Ich denke, ich werde hier erstmal alles abbauen. Okay. Ich eine Axt? Nö. Okay. Keine Axt da. Ja, jetzt verlassen wir erstmal unsere stylische Treppe. Oh, arme Treppe, muss ich dich alleine lassen? Ja, wie gesagt, mir wird es auch teilweise recht langweilig, so an einem Fleck hier. Ich freue mich schon drauf, ein bisschen spazieren zu gehen. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das anstelle. Ich denke, ich werde mir nur die nötigsten Sachen mitnehmen, vielleicht ein Crafting-Table, paar Werkzeuge und den Rest werde ich dann halt in meinem Haus lassen. Und
Ja, zur Not, falls ich mein Haus nicht wiederfinden sollte, kann ich ja einfach mal sterben und dann komme ich ja hier wieder raus, wenn ich ein Bett habe. Ja, liebe Leute, und deswegen werden wir auch erst hier verschwinden, wenn wir ein paar Schäfchen gefunden haben. So, Kartoffeln hatte ich noch keine. Ich lege jetzt erstmal alles in meine Bank, bis auf diesen Schrott hier. Und werde gucken, ob ich hier irgendwo ein paar Schäfchen finde. Es kann sein, dass ich meine, da wo ich gespawnt bin, befanden sich ein paar Schafe. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, in welcher Richtung das war. Ich meine, so ungefähr hier müsste es gewesen sein. Und dann auf der anderen Flussseite, da müssten eigentlich Schafe sein. Jetzt habe ich natürlich keine Schere mit, da müssen wir die halt einfach killen, egal. Ja, das sieht gut aus hier, diese Löcher im Boden. Jawohl, hier sind doch Schafe. So, Wolle. Nochmal. Und nochmal. So, dreimal Wolle reicht. Da bekommen wir ein Bett. Das werde ich mir jetzt auch gleich herstellen. Drei Wolle und drei Holz braucht man dazu, beziehungsweise drei Holzbretter. Dann werde ich mein Bett aufstellen und hoffe, dass es immer noch Nacht ist, sodass ich auch darin schlafen kann. Denn man muss in seinem Bett erst einmal wenigstens geschlafen haben, um dann wieder an seinem Haus bzw. an dem Ort, wo das Bett steht, wieder zu spawnen nach einem Tod. Ja, das werden wir auch mal machen. Freue ich mich schon drauf. Ein wuscheliges Bettchen. Schön. So, da haben wir eigentlich noch Holzbretter. Und dann werden wir mal gucken. Unten die Bretter, ne? Ist klar. Und oben das Plüsch. Und da haben wir das Bettchen. Sehr schön. Ja, ich freue mich auf mein Bett. So, wo stelle ich denn das hin? Ich denke hier. So, und dann gehen wir mal schlafen. Jo, klappt sogar. Gute Nacht. Guten Morgen. So, wir haben ein Bett gemacht. Wir spawnen nach unserem Tod jetzt hier in dem Haus und machen uns demnächst auf in die weite Welt. Aber jetzt sage ich erstmal bis bald. Eure Nizi.